Kunduz im Norden von Afghanistan. Vor 3 Tagen haben die radikal-islamischen Taliban die Stadt erobert. Nun vertreiben die Regierungstruppen die Rebellen nach und nach wieder. Sie hätten die ganze Stadt befreit, erklärt die Regierung, wohl etwas verfrüht. Wir haben alle Teile der Stadt geräumt, zusammen mit anderen Sicherheitskräften. Ich versichere den Menschen in Kunduz, dass sie ohne Furcht leben können. Die weiß-schwarze Fahne der Taliban ist im Zentrum von Kunduz nicht mehr zu sehen. Aber immer wieder sind Schüsse zu hören. Ein Taliban-Sprecher bestreitet die Angaben der Regierung. Einer ihrer Kommandeure sagt, die Rebellen hätten sich aus fast allen Teilen der Stadt zurückgezogen. In Baglan, auf der Straße nach Kabul, liefern Regierungstruppen sich Gefechte mit den Taliban. Allein in Kunduz soll es Dutzende Tote und Hunderte von Verletzten gegeben haben.